Hallo und herzlich willkommen, meine lieben mitversyberten Cyberpunks hier an dieser Stelle. Wir sind mitten in Operation YOLO Hails to Mary und bis jetzt läuft es den Umständen entsprechend gut. Wobei wir jetzt, so wie es aussieht, jetzt hier auch Kontakt bekommen. Aber wir haben jetzt erstmal hier das Versprechen eingehalten. Ne? Also wie ihr seht, wir sind hier durch mit unserem Versprechen. More Power hat das Versprechen gehalten. Einige More Power ist auf allen Bildschirmen des Reiches erschienen. Unsere Bevölkerung wartet darauf, dass die Ansprache beginnt. Vor langer Zeit habe ich versprochen, dass ich euch zu den Sternen führen werde. Und heute ist es mir eine Ehre, verkünden zu dürfen, dass wir dort sogar Krieg führen. Nein, Spaß beiseite. Dass ich dieses Versprechen eingehalten habe. Der Weg war lang, aber gemeinsam haben wir alle Widrigkeiten überwunden und die Grenzen unseres Reiches viel weiter ausgedehnt, als ich es mir je erhofft hätte können. Ich bin stolz, ein Cyberpunk zu sein und ich möchte euch allen für eure harte Arbeit danken. Vor allem für eure. Gemeinsam zu den Sternen und zum Sieg! Der Teil passt. Die Übertragung endet und die normalen Nachrichteneinspeisungen werden fortgesetzt. Zu den Sternen. Noch mehr Zufriedenheit. Jawohl. Wir machen hier weiter. Ich wollte eigentlich andere Dinge machen. Aber ich muss jetzt auf Vorherrschaft gehen. Council Agenda available. Station under attack. Ich muss. Ich brauche alle Boni, die ich haben kann. Oh, geil. Eine Ratsagenda ist bereit. Wir holen uns jetzt hier noch mehr Ressourcenproduktion von unseren Arbeitern. Starten das Ganze. Und jetzt gucken wir mal. Aufstockung des Militärs. Oh ja, das wäre gut, dass unsere Schiffe günstiger werden. Kartierung des Unbekannten. Kommt halt leider relativ spät, der Käse, ne? Egal. Wir starten das Ding jetzt hier. Ich will mal gerade eben nochmal was gucken. Agenda Bewahrung der Ordnung ist gerade eben am Start, genau. Positive Medienberichterstattung und sehr negative Medienberichterstattung. Wie können es diese Medien wagen? So, jetzt. Baut Schiffe, Freunde. Baut Schiffe. Die sind jetzt hier. Und ich habe vor, diese Flotte jetzt einfach aus dem All zu pusten. So. Wir werden uns ihnen jetzt hier entgegenstellen. Was vor uns liegt. Trotz all der Arbeit, die einiger More Power bereits verrichtet hat, gibt es noch viel zu tun. Das Reich ist in Fraktionen aufgeteilt und die Einheit des Volkes wird nur durch die ständigen Bemühungen von More Power zusammengehalten, nicht durch ein gemeinsames Ziel. Obwohl einiger More Power nie die Absicht hatte, die nach der Wiedervereinigung eingesetzte Regierung zu verändern, könnte ein neuer, direkterer Ansatz einige dieser Probleme beheben. Er könnte aber auch auf erheblichen Widerstand stoßen. Führt die imperiale Herrschaft ein. Die Regierungsautorität wird imperial. Das wird zur Herrschaft von More Power stärken, könnte aber zu schlimmen Folgen oder. Ne, wir behalten den Status quo erstmal bei. Keine Experimente. Wir machen hier das da, sobald ich es kann. As soon as possible. Eine Gedenkhalle. Als wir die Korridore des unterirdischen Komplexes auf Osagavum Prime erkunden, entdecken wir eine große Halle, die keine der röhrenartigen Maschinen enthält, die jedem der anderen Korridor und jeder anderen Wand bedecken. Es sieht so aus, als hätten sich diejenigen, der Ort gebaut hat, besonders gut um diesen Raum gekümmert und es gibt viele Statuen, die im ausgezeichneten Zustand sind und zweibeinige Individuen abbilden. Abgesehen von ein paar Details haben sie meist ein einheitliches Aussehen. Leider gibt es keinerlei Hinweise darauf, wozu diese Hallen dienen, abgesehen von einem Monument mentalen Tribut an wahrscheinlich historische Persönlichkeiten. Tja, ich bin gespannt, auf was es hinausläuft. Ich kenne das noch nicht. Also mein Plan ist es jetzt, euch hier zu stellen. Ich krieg euch! Ihr braucht gar nicht versuchen, euch zu verstecken. Verstecken giltet nicht. Wo sind die jetzt hin? Warum hat er aufgehört zu verfolgen? Das ist doch total behämmert. Vessel production capacity violently diminished. Attacking. Hello there.
Ich sag mal so, das lief für sie jetzt so mittel. So, wir kehren jetzt hier erstmal dahin wieder zurück. Beziehungsweise ich hole mir das da wieder. Das da wieder. Und dann kehren wir dahin zurück. Also sie sind jetzt fertig. Die haben jetzt auch keine Kampfkraft mehr. Sind wir ehrlich. Die haben jetzt hier sich ein Friedensangebot gesichert. Ich kann mir das alles jetzt hier so nach und nach noch holen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange diese Flotte fehlt. Wie stark ist das hier? 6,2k. Das durften sie niemals schaffen, da durchzuboxen. Attacking enemy vessels. Okay. Das heißt also, darum müssen wir uns jetzt erstmal nicht mehr kümmern. Ich würde als nächstes jetzt hier dann doch diese Wüstenwelt kolonisieren wollen. Naja, ihr seht, wir können es nicht. Aber ich nehme jetzt all die Pops als die an, die wir da haben. Ne? Also ich habe da jetzt keinen Stress mit. Ich habe da keinen Stress mit. Wir werden jetzt hier nochmal ein paar Dinger abbauen. Construction complete. Das greifen wir jetzt hier gerade eben auch an. Wir können hier tatsächlich deren Technologie mal hier untersuchen. So, jetzt ist die aktive Sensorverbindung vorbei. Das war super nützlich. Diese aktive Sensorverbindung. Ey, es war super nützlich. Spaceport under attack. Immer noch 7,6k. Ey, ich brauche mehr Kampfkraft. Blocker cleared. I need more. Drohendes Erdbeben. Unsere Seismografen haben ein drohendes Erdbeben auf Osagan Mum registriert. Die meisten Arbeiter haben sich bereits in Sicherheit gebracht. Was? Das ziehen wir ihn vom Lohn ab. Doch eine Gruppe befindet sich noch in einer abgelegenen Halle, die einsturzgefährdet sein könnte. Sie berichten von zwei verschiedenen uralten Maschinen. Eine sperrige, die mit dem Boden verbunden ist und eine, die über eine Reihe von Rohren mit den Wänden verbunden ist. Sie können nicht sagen, ob sie für die Anlage von Bedeutung sind oder eine andere Funktion haben. Die Arbeiter gehen davon aus, dass es möglich sein könnte, eine der Maschinen zu zerlegen und mit Materialien die Decke und die Wände gegen das Beben zu verstärken. Keine Ahnung, ich nehme mal die Maschine. Ich weiß es ja nicht. Ich habe das noch nie gemacht. Das ist mein erster Tag heute. Was wir hier dringend brauchen könnten, ist als allererstes wie immer eine Polizei. Und dann sehen wir weiter. Geeignete Sicherheitsmaßnahmen. Unsere Arbeiter haben es geschafft, die Maschine auseinanderzunehmen und sie erfolgreich zur Verstärkung der alten Stützen und der Decken einzusetzen. Doch was für einen Preis mussten wir dafür zahlen? Die Demontage der sperrigen Maschine führte zu einem klaffenden Loch im Boden, das tiefer im Innere führte. Die möglichen Schäden, die dadurch entstanden sind, sind bisher völlig unbekannt. What the fuck? Ich habe keine Ahnung, wo diese Schiffe gerade eben hingehen. So, jetzt hat diese Flotte offiziell gleich volle Stärke. Ich weiß nicht, was von der Tech gerade eben abgeschlossen worden ist, aber ich denke, es könnte Sinn machen, einen besseren Antrieb jetzt hier, einen besseren Reaktor hier zu erforschen. Wir haben gleich nochmal die Kriminalitätsreduzierung. Und koloniale Zentralisierung, das erhöht unser Anführerlimit. Oh! Und es ermöglicht uns auch die planetare Hauptstadt. Ja, also Anführerlimit wäre ich definitiv schon irgendwo für zu haben. Also sie sind de facto uns jetzt hier völlig unterlegen. Ich muss bloß diese blöde Raumstation knacken können. Das ist alles. Wenn ich den Quatsch knacken könnte, dann wäre mein Leben leichter. Es sind mehrere Schiffe im Transit, wie man sieht. Ätzend. Ich möchte nicht, dass ihr das tut. Ey, jetzt fängt die KI jetzt so mit so einem Gelähme hier an. Seht ihr das? Technology secured. So, Rumpfstärke Zerstörer wurde erhöht. Als nächstes mehr Mineralien. So.
So, ihr sammelt jetzt hier gerade eben eure Schiffe voll ein. Spaceboat under attack. Ich kann erst zuschlagen, wenn wir da alle drin haben. Beziehungsweise mehr Feuerrate. Das könnte auch geholfen haben. Ich warte trotzdem noch auf das letzte Schiff. Da ist es. $8,4K mehr kriegen wir so schnell nicht hin. Spaceboat under attack. Du kannst mal hier hingehen und mal diese Spezialaufgabe hier kurz mal machen. Komm, das muss doch machbar sein. Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Es ist nicht machbar für uns momentan. Oh Mann, ist das ätzend. Okay, wir werden einfach dann nochmal versuchen, jetzt den gesamten anderen Raum einzunehmen, sobald die Schiffe wieder da sind. Vorausgesetzt, wir schaffen das bis dahin. Wir bauen das jetzt hier noch schnell mal auf. Dann haben wir nochmal eine weitere Fabrikwelt. Wir brauchen hier noch mehr Wohnraum. Und dann nutzen wir jetzt hier nochmal das hier als Generatorwelt. Einfach, weil es nicht anders geht. Hier fehlt uns auch nochmal ein bisschen Wohnraum. Den möchte ich eigentlich so schnell wie möglich haben. Komm. Da rein. Hallo? Jetzt, genau. Zack. Und gebaut. Gebaut, gebaut, gebaut. Wir verbessern auch noch den Kollegen da, damit er noch mehr Schiffe bauen kann. Dann haben wir jetzt hier noch mehr Ressourcen. Dann möchte ich die Autokanone, doch, die möchte ich jetzt haben. Die könnte unserem Anliegen auch weiterhelfen. Die Reichshauptstadt. Was machen wir mit der Reichshauptstadt? Wir machen jede Menge Energy Credits gerade eben. Wir werden bei der Reichshauptstadt, eigentlich machen wir alles gerade eben ganz, ganz gut. Nochmal einen weiteren Bauslot hier uns jetzt hier holen. So. Und die ganzen Planeten hole ich mir bei Bedarf. So, ein weiterer Anführer hat ein Level Up. Wieder Yapravun, unser Hauptaufseher. Konsumgüter durch Jobs oder mehr Ressourcenproduktion Arbeiter. Ich möchte erstmal die normalen Ressourcen durch Arbeiter haben, Freunde. Wie lange ist meine Flotte abwesend? Die kommen wieder 46 nächstes Jahr, also ziemlich genau in einem Jahr. Enemy presence exposed. Also die haben de facto keine Flotte mehr. Ne? Ich muss jetzt einfach hier diese Ländereien versuchen einzunehmen und dann sind die hoffentlich fertig mit der Welt. Das wäre jetzt momentan so ein bisschen so mein Wunsch, mein frommer Welcher. Ich könnte dafür sorgen, dass sie hier nicht mehr rauskommen. Dass es für sie nicht mehr so leicht ist, diese Dinge hier wegzuboxen. So, der Gouverneur hat auch einen Level Up. Das ist wohl der zweite. Für die zweite, geht Handelswert und Kriminalität. Ich möchte die Kriminalität sehen. Danke. Boah, man kann jetzt halt Kriminalität noch weiter senken. Deutlich mehr als bisher. Das finde ich fantastisch. Vessel production capacity violently diminished. Mhm. Einblicke. Eine genauere Untersuchung von Osagamun Prime brachte endlich einige Erkenntnisse. Unsere erste Einschätzung erwies sich als richtig. Der unterirdische Komplex ist eine riesige Gießerei. Analysen der fremden Sprache legten offen, dass sie als Königsschmiede bezeichnet wurde, jedoch nie in Betrieb war. Ihren Erbauern fehlte offenbar die Technologie, um das Vorhaben zu Ende zu führen.
Es sollte uns möglich sein, die Arbeit zu beenden, wenn wir in das Herz der Gießerei vordringen können. Der Weg ist durch schwere Türen versperrt, doch unsere Ingenieure bestehen darauf, dass diese überwunden werden können. Da die Türen jedoch keine offensichtlichen Verriegelungs- und Öffnungsmechanismen haben, wird ein gewisser Kraftaufwand erforderlich sein, bevor wir weitermachen können. Ich werde es vorsichtig versuchen. Ich werde es hier nicht aufsprengen, dafür ist der Scheiß, der da drin ist, wahrscheinlich viel zu wertvoll. Hilfsfeuerkontrolle ist das Einzige, was die haben, was wir nicht haben. Okay, kalte Fusion ist nun da. Nach der kalten Fusion hätte ich jetzt hier ganz, ganz gerne die Überlichtinhibitoren. Und wir haben jetzt hier das Anführerlimit erhöht. Was ich auch haben möchte, eventuell die Bewohnbarkeit erhöht an der Stelle. Und der kommt jetzt hier schon wieder an und nervt. Aber hier würde er jetzt auf Granit beißen. Das Ding knackt er nicht so leicht. Construction complete. Construction complete. Gas! Oh je, ich lese es gleich durch. Sekunde. Als wir die Türen aufgebrochen haben, begannen die Maschinen, die Wände bedecken, gefährliche Gase auszustoßen. Leider geschah dies so schnell, dass es zu weiteren Opfern kam. Die gesamte Anlage musste evakuiert werden. Es wird einige Zeit dauern, bis wir sie wieder betreten können. Nee. Dinge, die ich doof finde. So, zack, zack. Die Flotte müsste demnächst wieder da sein. Ja, in wenigen Monaten. Also in einem Monat, de facto sogar schon. Tactical Retreat. Naja, das wirst du jetzt hier nicht... Oh. Die könnten das... Nee, schaffen sie nicht. Also eigentlich dürfen sie es nicht schaffen. Nee, das schaffen sie nicht. Die Ausbauten kamen gerade zur rechten Zeit. So, alles repariert, auf den neuesten Stand gebracht. Die Reduktion der Energy Credits ist eine nervige Angelegenheit. Das ist eine sehr nervige Angelegenheit. Construction complete. Also wie gesagt, das Wichtigste ist, dass sie jetzt hier eingesperrt sind und später dann auch nicht mehr rauskommen können. Und dann muss ich ihnen jetzt halt einfach die wirtschaftlichen Kompetenzen wegnehmen und dann ihre Gebiete jetzt hier so schnell wie möglich, ne? Weil sie können mir jetzt theoretisch jederzeit ins Frieden reinzwingen, aber eigentlich möchte ich das nicht. Technology secured. Ich habe nicht vor, diese Anfrage zu stellen. Wir holen uns jetzt hier wirklich Stück für Stück all diese Planeten und Gebiete. Das ist mein Plan. Vorausgesetzt, er geht. Vorausgesetzt, er klappt. Noch können sie mich nicht zwingen. Bewohnbarkeit wurde erhöht. Flottenbefehlslimit wäre sinnvoll. Damit diese Flotte hier fürs nächste Mal noch mehr Schlagkraft hat. Also wir müssen diese fanatischen Säuberer jetzt einfach so dermaßen niederknüppeln, dass komplett Hören und Sehen vergeht. Das kann der nie schaffen. So, weiter geht's. Schaden gegen Sternbasen. Hätte uns geholfen. Bei den letzten Malen. Ist bloß... Oh, warte mal. Nur noch 5,7k? Bloß noch 5,7k? Ja, ich werde es aber leider bis dahin nicht mehr schaffen, ne? Disruptorkanone. Autokanone. Bessere Raketen. Ne, Baugeschwindigkeit planetar hätte ich jetzt ganz gerne. Dann, nicht vergessen, wir haben ja noch Planeten, um die wir uns zu kümmern haben. Dich bauen wir aus. Dich bauen wir aus. Und dich würde ich auch ausbauen, wenn ich die nötigen Ressourcen dafür hätte, aber sie fehlen. Dann muss ich sie halt bestellen. Gut. Hulks. Ich freue mich auf den Tag, an dem wir endlich wieder ganz, ganz normal arbeiten können und nicht die ganze Zeit nur Krieg führen.
Das Herz der Gießerei von Osagamun ist ein verschlungenes Netzwerk aus Rohren, Förderbändern und einer Art von Arbeitsstation. Eine rasche Untersuchung hat ergeben, dass Strom, Wartung und wichtige Systeme fehlen. Zudem gibt es Anzeichen dafür, dass die Erkundung des unterirdischen Komplexes Auswirkungen auf das Innenleben der Gießerei gehabt hat. Wir könnten versuchen, sie zu reparieren, was allerdings sehr zeitaufwendig sein wird. Wir können auch jederzeit einen Schrottplatz einrichten, um die gesamte Maschine zu demontieren. Nö, ich möchte sie reparieren. Ich möchte wissen, was dabei rumkommt. Gießerei hochfahren. Fahren wir sie mal hoch. Da kommen noch mehr Schiffe direkt gerade eben hinten rein. Also, während des Krieges hat sich jetzt hier echt unsere Wirtschaft weitgehend erholt. Ich werde jetzt denen auch dann doch wieder volles volles Staatsbürgerrecht geben. Weil, warum nicht? Ist eh egal. Wir sind eine multikulturelle Gesellschaft, die alles vereint, ne? Da hat auch jeder die gleichen Rechte. Die Frage ist halt, ob ich diesen Kack schaffen kann. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich werde das jetzt nicht nochmal riskieren. Ich werde eher nochmal versuchen, diese Gebiete jetzt hier ihm abzunehmen. Damit er einfach weniger Ressourcen aus dem All beziehen kann. Und ich mehr. Gut. So zumindest jetzt hier meine Hoffnung. Attacking enemy assets. Wir haben einen Erstkontakt. Die Frage ist, ob die sich freiwillig unterwerfen würden. Ja, das geht erst, wenn ich im Frieden bin. Okay, wir warten noch. Das dauert ja nicht mehr lange. Hochgefahren! Endlich fließt Energie durch den hungrigen Maschinen auf Osagamun Prime. Mit ohrenbetäubenden Getöns begannen die Rohre des verflüssigten Mineralien zu transportieren und die gesamte Anlage zu erhellen und zu erhitzen. Die Rohstoffe wurden zu den Arbeitsstationen befördert, wo deren Bediener sie zu Legierungen der gewünschten Form und Dichte formen können. Es sieht so aus, als wäre jedes Teil der Gießerei nur für diesen einen Zweck gebaut worden. Selbst die Säulen haben mehr Aufgaben, als nur die Decke zu stützen. Macht weiter. Bin gespannt. So, du kannst jetzt mal hier hingehen und mal einfach mal diese Anomalie machen. Komm, ich sage mal, geh mal nicht Systeme, sondern einfach nur Anomalien und Spezialprojekte mal abarbeiten. Ach, damn it. Ja, wir waren zu langsam. Wir kehren zurück. Wir bereiten uns auf den zweiten Schlag vor. Die wollen einen Defensivpakt. Ah. Vasall, okay, stimme zu. Spaceborne Lifeform encountered. Receiving communications. Mehr Ressourcen aus Jobs wären nicht schlecht. Nee, ich mache es erst. Ja, das ist aber auch geil. Flottenkapazität kriege ich auch anders her. Also, das sind jetzt beides Vasallen. Du bist ein loyaler Vasall. Die Frage ist, ob ich jetzt deine Art ändern kann. Vereinbarung verhandeln. Ich würde, also ein Bollwerk macht keinen Sinn, aber ich kann ein Prospektorium gebrauchen. Eingliederung verboten. Begrenzte Diplomatie. Lehnsherrenkonflikte, keine. Mehr Gebäude. Geteilte Sensordaten. Go. Dann bekomme ich nämlich noch mehr Ressourcen. Und was ist mit euch? Vereinbarungen verhandeln. Da hätte ich eigentlich ganz, ganz gerne sowas wie ein Bollwerk oder sowas. Aber ich kann das jetzt noch nicht. Das dauert 5 Jahre, ne? Die sind jetzt gerade eben erst Vasall geworden. Für uns ist es jetzt enorm wichtig, dass wir diese Dinger hier jetzt auch noch hochziehen, damit wir einfach hier komplett 100% safe stehen gegen diesen vermaledeiten Trupp, der da jetzt uns an den Karren fahren will.
Ihr holt hier nochmal ein bisschen Zeug nach. Wir können schon bis zu 90 Schiffe drin haben. Ja, dann weiß ich ja, was da rein muss. Dann weiß ich schon, was da rein muss. Ich werde das jetzt hier zu einem Besatzungsquartier ummodeln, weil hier werden wir stationieren. Hier werden wir klar stationieren, Freunde. Hallo Generatorwelt. Was haben wir jetzt bekommen? Den Disruptor. Ey, ich gehe direkt auf den Ionen-Disruptor. Scheiß drauf. Ich werde Disruptor machen. Ich werde nicht mehr gegen diese blöden Schilde kämpfen, wenn ich es nicht muss. Das Spionagenetzwerk lassen wir mal aufrecht. Das hier müssen wir uns halt mit der Zeit dann holen. Und dann haben wir eigentlich einen ganz, ganz guten Raumbereich. Vor allem mit unseren Vasallen zusammen. Technology secured. Könnte also schlimmer sein. Wie wäre es mit der exotischen Gasraffinerie? Wird langsam aber sicher, glaube ich, Zeit, solche Sachen in Angriff zu nehmen. So, jetzt holen wir uns mal diesen Planeten da. Die können jetzt zu 100% leben. Die ganzen Planeten werden jetzt von uns jetzt hier besiedelt, so nach und nach. So, noch mehr Schiffe. Arbeitsbedingungen. Einige sind über das Gas besorgt, das sich in der Hauptkammer des unterirdischen Komplexes auf Osagamon bildet. Das Gas ist zwar nicht tödlich, aber für alle, die in Arbeitsstationen arbeiten, dennoch könnte es gefährlich sein. Wenn wir die Anlage in vollem Umfang nutzen wollen, sollten wir deshalb einige Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Teilt die Stationsarbeiter in Schichten ein oder verkürzt die Arbeitszeiten? Ach, wir machen Schichten. Construction complete. Schichtarbeit. Noch mehr Geschütze. So. Wie gesagt, ihr kommt da nicht mehr raus, wenn es nach mir geht. Ich meine, am Ende könnte sich diese Pocket sogar als unsere beste, unser bester Schutz langzeitlich entpuppen. Das wäre durchaus möglich. Da geht's gleich weiter mit irgendwie einem Gedöns. Jetzt haben wir einen Arbeitslos. Ich weiß nicht, was ich aus dieser Welt machen soll. Was ich noch nicht habe, ist sowas wie eine Einigkeitswelt, eine Verwaltungswelt. Deswegen möchte ich eigentlich jetzt ganz, ganz gerne einen Verwaltungsplaneten draus machen. Und wir fangen jetzt auch mal an, endlich mal Roboter zu bauen. Wenn ihr mich fragt. Unbekannte Schiffe. Ja, dass sie unbekannt sind, das wissen wir. Deswegen fragen wir doch. Ihr seid mehr ja Komiker. Bergbau nach Lust und Laune. Tief in den Felsspalten vom gigantischen Asteroiden Odin 800 haben wir etwas Erstaunliches gefunden. Am Fels arbeitet eine Bergbaumaschine, die sich in der schier unendlichen Tiefe des Asteroiden gräbt. Die Maschine steht verlassen da und es gibt keine Anzeichen dafür, wer sie dort platziert haben könnte. Wenn wir die Maschine aufhalten können, wäre es vielleicht unmöglich, etwas über die Technologie herauszufinden. Dazu müssen wir uns aber beeilen, bevor sie die herabfallenden Trümmer zerschmettern wird. Wo ist das? Situation log updated. Okay, wie mit wem mache ich das? Nicht mit ihm. Du musst das machen. Spezialprojekt, go. So, jetzt habe ich auch noch diesen Zielcomputer drin. Und wir haben das vengralische Triumvirat kennengelernt. Schön. Ich traue keinem mehr. Talking-Flüchtlinge treffen ein. Okay. Ich weiß nicht warum. Wir sind anscheinend... Also unsere dystopische Gesellschaft scheint der Leuchtturm der Freiheit in dieser Galaxie zu sein. Ich habe ein gutes Gefühl bei dem Ding. Untertanenspezialisierung abgeschlossen. Gut. Momentan ist das Ding ja eine Fabrikwelt. Das darf auch gerne so bleiben. Aber die Forschung finde ich trotzdem angenehm hier. Ich finde aber auch die Energy Credits hier nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin.
Ich würde tatsächlich jetzt, ne, wir gehen auf das da. Und ich ersetze das da. Ah ne, ich kann hier gerade gar nichts ersetzen. Wir haben immer noch nicht genügend Mineralien. Mineralien. Also diese negativen Trades sind ätzend. Ich will jetzt eigentlich demnächst dann doch mal die Verbesserung unserer Anführer vornehmen, wenn ich das darf. Liebes Spiel. Ja, als nächstes können wir halt das launchen. Aber das mache ich erst an, eigentlich, wenn wir Krieg haben, weil momentan ergibt das wenig Sinn. Wir haben nichts davon. Wir haben eine gewissenhafte Herrschaft. Einiger More Power arbeitet unentwegt daran, neue Fähigkeiten zu erlernen, die bei der Führung eines Reiches nützlich sein könnten. Dieses neue Wissen wird bereits bei Ratssitzungen eingesetzt. So, Effekt der Ratmitglieder, verfügbare Gesandte plus 1, Codeknacken, Verschlüsselung. Okay. More Power hat einfach nochmal einen neuen Skill erlernt, so wie mir das scheint. Ich bleibe mal dabei, hier die Beziehungen zu verbessern. Kann ich jetzt hier nochmal die Vereinbarungen verhandeln? Ne, die kann ich immer noch nicht verhandeln. Und du bist immer noch loyal, ne? Naja, du bist loyal. Gar keine Frage. Eine Sache will ich noch machen. Jetzt, wo der hier ohnehin unser loyaler Vasall ist. Ich mache jetzt hier auch eine Hilfsorganisation rein. Einfach, um die Loyalität noch weiter hoch zu pushen, ne? Oder werden wir beim nächsten Mal weitermachen, Freunde. Wenn alles weitergeht. Wir haben ein Recyclingzentrum. Die Gießerei auf Osagamun Prime verfügt über eine spezielle Kammer, die wiederverwertete Teile recycelt und anscheinend zur Steigerung der Produktionseffizienz wiederverwerten werden können. Sie können sich lohnen, sie wieder zum Laufen zu bringen. Ja, dann tu es. Do it. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, meine lieben Freunde. Tschüss und Ade.